So, ihr Schnuffligen, wir gehen jetzt mal wieder unter Tage und gucken, dass wir langsam sicher Richtung Sektor 0 kommen. Im Übrigen habe ich gerade festgestellt, wenn man Escape drückt, sieht man oben rechts ja, wie viel Story schon durch ist. Das sind 42%, das heißt, ich habe eine ganze Menge von dem Spiel vor mir. Weil ich mich letztens erwähnen wollte, ist, dass ich, wenn ich dieses Spiel durch habe, definitiv wieder mit Far Cry 4 weitermachen muss, sollte, könnte tun. Festgestellt habe, wenn ich ein Singleplayer-Spiel spiele, da hat es eigentlich durchgeschafft, voll trunken, dass ich mich nicht so richtig konzentrieren auf zwei Spiele und komme total durcheinander. Das heißt, Singleplayer-Projekte werde ich zukünftig, wenn ich welche habe, nur am Stück spielen. Wenn eine Pause vorkommt, gibt es halt eine Pause, aber in dem Fall kann ich mich wenigstens drauf wirklich fokussieren auch. So, alles andere ist nebenher, klar, also weil WoW, wenn mir was sein sollte und was auch immer noch sonst. Ah ja, also klettern. Komm. Beweg dich, bewegen Sie sich. Ja, da kannst du hier schön fein hoch hüpfen. Bis nach links. Ja, so ist rein. Komm. Hopp, hoch da. So, wahrscheinlich bin ich auf der falschen Seite. Wie soll ich da hochkommen, Mann? Warte mal. Andere Seite? Ach, da muss ich wahrscheinlich hin. Das heißt, mit der Röhre da. Kann ja viel rumhüpfen hier. So, hangeln wir uns mal rüber. An dem Gestänge. Hat es voll viel gebracht. So. Das geht noch nicht, aber hier kann man, glaube ich, ganz gut hochklettern. Jawohl, und dann hier hochklettern. Und dann sind wir schon auf der halben Miete. Ah, da war auch nur die halbe, da drüben hin, ja. Halt immer fest, Mann! Eieiei. Immer dieses Rumgealbere hier. So. Neuwertigkeit. Ja, das ist doch schon mal super. Gucken, was wir hier. Ja, hervorragend funktioniert. Ich bin so gut. Oh Mann, ey. Warum müssen diese Jump'n'Run-Einlagen überhaupt sein? Das verstehe ich nicht. Ist das nur ein Timesync? Für die Bewegungslegastheniker, wie ich jetzt gerade einer bin, ist das natürlich total hirnrissig, so einen Scheiß zu machen. Zumal der Scheiß auch wirklich richtig kacke ist. Da es nicht immer so eine genaue Abtastfunktion hier hat. Kann einfach mal hier rüber hingelhangeln boppen. Ja, er hätte doch gleich hier drüben bleiben können, oder was? Beweg dich mal rüber jetzt hier. Was alles kannst du. Zombies in die Köpfe eintreten, Leute, die Hände einfach mal so abschneiden. Aber wenn ich einfach nur rüberspringen will, das geht natürlich nicht. Wenn ich hier oben mich vielleicht irgendwo lang hangeln, nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Na, geht doch. Na, also rein jetzt da. Meine Fresse doch mal. Warum mache ich diesen Schlagstock an? So. Pistole und so. Das kommt eigentlich für Gas aus. Warum macht der noch so Geräusche? Ist doch alles nichts fertig. Also zeigt in die Richtung, also gehen wir auch in die Richtung. Bestimmt total toll. Das sollte relativ sicher sein. Aber der ein oder andere Infizierte könnte auftauchen. Na toll. Ist doch kein Problem, oder? Nein. Ist kein Problem. Will es eher im Schloss knacken. Das Spannendste überhaupt. Schloss knacken. Zu viel Skyrim gespielt. Kack. Also. Der ein oder andere Infizierte. Ja. Hier, komm. Ist kein Problem. Der ein oder andere Infizierte, my ass. Moment. Moment. So. Wir jetzt noch kurz tarnen gehen. Ah, oh, schönes Gesicht einschmieren. Dann kann man hier einfach durchlatschen. Eigentlich. Ja, wir klettern einfach drüber, ist auch okay. Ja, ist auch kein Problem. Hier bist du rübergehüpft. Ja, komm. Wollte ich nicht lang. Ah. Nächste. Ich hüpfe da rüber, ja. Da wollte ich gar nicht. Nein, das ist ja. Wo sind sie denn wieder hin?
Hier, spiel damit. Ja, du darfst herkommen, Und Sparta! Sparta! Komm, hey! Du willst aber runter. Nein, hau ich nicht hin! Hau ich auch nicht hin! Scheiße, hoch da! Wir gucken, wo ich lang muss, das ist mein Problem. Eigentlich raus. Ja, wo geht's hier raus? Ist die Frage. Lass mich lieber weg. Ist noch was für mich dabei? Sehr schön. War noch? Ja, danke. Ich habe noch kurz guten. So, also irgendwie das Gefühl, dass ich hier irgendwo raus müsste, aber ich weiß nicht, wo es rausgeht. Ja, hier komme ich ja nicht dran. Hä? Verdammt, geht's hier irgendwo durch eine Röhre oder so? Nee. Was ist das denn für ein Bug hier? Wackel. Jetzt gucken wir mal hier durch. Ja, den einen oder anderen Infizierten gab es auf jeden Fall hier. Lol. So, jetzt gucken wir nochmal nach. Also. Ich habe ja noch irgendwo mehrere Möglichkeiten. Das hier zum Beispiel. Dann krabbel ich hier nochmal über die Stelze drüber. Scheiß drauf. Also Kraft, das heißt okay. Kraftpumpen so. Tschüss. So, gucken wir doch einfach mal weiter hier. Die Zombies gehen auf den Sack. Hier, geht damit spielen. Wo komme ich denn jetzt hier weiter? Da komme ich nicht durch. Hier brennt's. Wenn ich da hochkomme, kann ich drüber gucken. Habe ich einen großen Weg? Dahinter könnte ich durchkommen. Und da ist hier so eine Möglichkeit zu öffnen. Das heißt, ich bin ein Typen da. Der die anderen kleinen Zombies wegmacht im Übrigen. Auch sehr schön. Aus dem Weg knallen. Aber aus dem Weg knallen. Aber still jetzt hier. Also ein paar Mal ein Dings kloppen. Schieße trotzdem in den Kopf. Ja, ja, ich weiß, Boah, hier kommt was aus. Meine Güte, was hält mir aus? Eigentlich sind Kopftreffer gar nicht so das Problem hier. Ja, endlich. Ja, Alter, da war's ausgehalten. Da noch. Ja, wenn wir schon dabei sind. Haben wir diese Ruhe da unten. Können wir brennen hier, komm. Brennen. Dankeschön. So. Alles schön durchsuchen, vielleicht haben wir ein bisschen Munition dabei, tarnen wollen wir uns eh nicht mehr. Einen dicken. Nirgendwo. Und ich gehe stark davon aus, dass das Ding nämlich aufgeht. Ja, war ja klar. Ah ja, muss man dann schnell F drücken, Für was eigentlich? Was ist das eigentlich für eine neumodische Scheiße hier bei uns in unserer Zeit? Immer irgendwelche Quicktime-Events mit ganz viel F drücken oder E drücken oder irgendwas. Das ist doch kein Immersion, das ist doch total Mist. So. Schön durch die Suppe laufen. Oh oh. Upp. Was ist denn hier? Ja, ganz toll. Ich kann nicht mehr zum Heilen. Hey, was für eine fucking Kacke. Ich könnte kotzen, ey. Ohne Scheiß. Virusträger haben sich vor kurzem erst verwandelt. Ach nee, jetzt echt jetzt. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass es vor kurzem erst gewesen wäre. So. Also. Ach, jetzt muss ich nochmal durch den ganzen Scheiß durch, oder was? Ey, wollt mich wofür kacke. Jetzt machen wir was. Jetzt weiß ich, wie es geht. Wie schnell durch kann kommen. Wo ist denn hier? Da. Ich hab nicht mal die Dings erreicht.
geschossen? Ja, scheiße. Versehentlich. Allerdings habe ich die Zombies erledigt, die jetzt nicht mehr da sind. Hallo, ich wollte eigentlich drüber. Ich sag ja, manchmal klappt es, dann hält er sich noch gerade so und dann fällt er runter. Alter, ich hasse das. Hüpf. Und das Ding ist auch offen. Also gab es doch so eine Art Cutscene. So, lass mich mal kurz hier das Hackebeilchen rausholen. So. Muss man legen. Kommt mal hoch, ja. Kann man jetzt hoch da? Meine Güte. Man hätte halt die Pfeile auch beachten dürfen und wäre wahrscheinlich gleich direkt weitergekommen. Erstmal. So. Kaputt. So, wie komme ich jetzt hoch? Kommt. Jetzt kein Problem gewesen mit der Waffe. Ich hätte sonst noch das Ding da oben abgeschossen. Was da? Wir können auf jeden Fall hochklettern, so wie es aussieht. Dann irgendwie da festhalten. Okay, dann da rüber robbeln. Komm, hopp, 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 beweg dich. Das macht Muckis, meine Freunde. Das sind hier die richtig dollen Dinge. Schlag ich wieder rüber. Da wahrscheinlich nicht. Ich hab ja nicht viel übrig, ne? Ja. Au. Ah, nochmal. Ich hasse solche Einlagen. Das ist einfach absolut unnötig, Jungs. Kann man sich eigentlich hochziehen vielleicht? Nee, gar nicht. Okay. Da muss ich wohl doch darüber irgendwie. Ja, beweg dich. Beweg dich. Ich kann sagen, los, weiter, weiter, weiter. Ich wollte mich nicht fallen lassen, Mann. Ich wollte mich einfach nur drehen. Was soll denn diese Kacke hier? Oh, Mann. Nochmal. Weil es auch so viel Spaß macht, sowas. Ist so geil, ey. Einfach nur durch die Gegend eiern die ganze Zeit. Und nicht wissen, wie man weiterkommt. Vielleicht muss ich einfach hier hoch. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich kann versuchen, darüber zu hüpfen. Wird nicht reichen. Brauche ich gar nicht zu versuchen. Mann, 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 Mann. Wahrscheinlich muss ich gar nicht da lang. Wahrscheinlich muss ich nur einfach wieder dahin, wo sie gerade herkamen. Jeder normale Mensch kann alles. Ach, guck mal. Geht doch. Festhalten. Festhalten. Rüber jetzt da. Boah, wie weit denn noch? Ah, schon wieder klettern. Ja, ja. Okay. Hangel, 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 Hangel. Ich bin der Hangel-Bob. Ich spiele Tarzan nur in der Unterwelt. Da plären sie schon wieder rum. Lass mal gucken. Da unten muss ich durch, ja. Alles klar. Tut mir leid, aber der Typ hat mich bei den Eiern. Rutsch dir. Ich hatte keine andere Wahl. Was? Was? Hey, was hast du getan? Ich hatte keine Wahl. Sorry. Wahl was? Er hat die Tür zugemacht, ne? Oder irgendwas reingelassen. Ja, ich habe ja gesagt, dass sie mich noch erwischen, dass es eine Falle sein wird. Ich hab's gesagt. Nicht mal eine Folge vorher habe ich es gesagt, dass es eine Falle ist. Ihr blöden Pisser. Ja, zu einfach gewesen, nicht wahr? Ja, sie haben nicht verteilt, der Dingsbombus. Okay, ja, 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 ich mache ja schon. I drücken, Fertigkeiten, hüpfen und so weiter. Wie geht das jetzt eigentlich hier? Ich hab hier diese total teure Fähigkeit, die hier. Alt-Taste. Das ist der Wurf erforderlich. Nutzen Sie die Bewegung angreifender Feinde, um sie herumzuschleudern. Wenn ein Gegner anstürmt, drücken Sie Alt-Taste und wählen Sie eine Richtung. Okay. Leertaste ist klar. Das habe ich schon oft genug gemacht. Regeneration habe ich auch schon oft genug gemacht. Betäubt. Parkour habe ich mit dem Abrollen gemacht. So. Versetzen Sie Gegner beim Parkourstöße in den Ellbogen. Verwenden Sie Wurfwaffen. Wenn beide sie gepackt haben, können Sie sie schnell abschütteln. Dropkick fügt größeren Schaden zu. Mit der Wurftechnik geworfene Feinde liegen am Boden und können so schnell erledigt werden. Ach, ist das alles langweilig, ey. Das gibt's dann später hier. Mit dieser Fertigkeit können sie sofort auf den Griff schlägt. Das haben wir dann in Ellbogen gut getimt aus dem Dorfstoß. Ja, komm, scheißegal. Machen wir jetzt einfach den da. Während Sprintens einfach dann die mittlere Maustaste. Das ist. Oh oh. Da
fuck. Über mir sind Feinde und die schießen. Ja, war klar. Okay. Ich versuche jetzt zu überleben. Ein bisschen angekratzt, noch geht's. Irgendwann wird mir Luft ausgehen wahrscheinlich. Deswegen muss ich gucken, dass ich hier schnell möglich hier durchkomme. Die läuft auch unten schon ab. Komm, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Noch kann ich, noch kann ich. Brauche noch Luft. Und zwar jetzt wäre Luft ganz gut kommen. Hoch, 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 hoch. Ja, sie geht. So. Das heißt, der Typ hat tatsächlich die volle Gürtel reingelassen, die ich jetzt gleich aus dem Weg räumen darf. Bin ich froh, dass ich eine Schandfeuerwaffe dabei habe. Also, sozusagen, noch eine gekauft habe. Scheint mir erstmal mit nichts zu sein. Okay. Im ersten Moment. Aber im zweiten Moment wird es wahrscheinlich was sein. Mullbinden. Noch sehe ich gut aus. Wir gucken jetzt mal erstmal in der Richtung. Das sind zwei Türen. Das ist doch nice. Okay. Das wird jetzt ein Schusswechsel, da war schon einer. Wir lenken nochmal ab. Ah, wenn ich irgendwas zum Explodieren finden würde, wäre das toll. Fuck, 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 fuck. Den hinter mir habe ich nicht gesehen. Also ich habe ihn schon gesehen, aber auch nichts geholfen. Fuck! Sterbt viel zu viel. Okay, dann eben ohne das Werfen. Ich dachte, ich könnte es irgendwie ablenken, aber hat ja nicht viel geholfen. Alright, alright. Dann war es richtig. Gehen wir am besten gleich rechts lang. Nachladen, damit wir direkt alles drin haben. Ich habe nicht mehr viel Schuss, sehe ich gerade. Da muss ich gucken, dass ich die Leute über den Haufen schieße, dass ich direkt mal die dicken Waffen holen kann. Der ist weg. Der ist gerannt, das bringt mir nicht viel. War das schon alles? Ja. Der Bastard hat ihn einfach abgeknallt! Ja, und ihr mich hättet nicht abgeknallt oder was? Gib mir die Waffe hier. Uah. Jetzt habe ich gerade versucht, die Waffe auszunehmen. Come on. Okay, einer wird erwischt. Kurz verbinden. Come on. Okay, jetzt zieht sie zurück. Zack, ins Gesicht geschossen. Hervorragend. Kurz die Waffe auswählen. Er hat nicht ganz so viel, aber immerhin besser als gar nichts. So. Damit die Munition gleich ausgeht. Ja. So sieht's aus. Aber der Gott kann auch nicht viel helfen. Erwischt. Mhm. Ich muss. Au! Oh, wo? Ich hab nicht. Ah, irgendwo hin. Okay, alles klar. Scheiße. Das war nichts. Fertig. Okay, alles klar. Was mit? Sturmgewehr. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Auch antatschen ist erlaubt. Kurz gucken, welches nämlich der stärkste ist. Ich habe jetzt einen 173er, 184er, 184er. Mann, die anderen waren viel, viel besser. So eine Scheiße. Die waren wirklich viel besser. Ich war der 200 irgendwas. Das muss ich gucken. Was hat das hier? 137, 184. Ein bisschen Platz habe ich noch, aber die werden nicht sehr viel besser werden. Ich gehe jetzt nicht von aus. Scheibenkleister. Naja, gut. Besser als nix. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was hast du? Ist auch noch einer, ne? Ich hätte vorher gucken können. Ich depp, bevor ich es aufhebe. Aber besser habe ich wirklich nicht. Na gut. Besser als nichts. Ich habe es ja verkaufen müssen unbedingt. Ich depp.
krieg bestimmt einen Besuch. Und nachdem ich so viel gestorben bin. Mal gucken. Munition habe ich genug. So. Und da geht's wieder raus. Ja, also das tut mir leid und so weiter. Es hat euch nicht geholfen. Ihr seid trotzdem alle tot. Ich lebe immer noch. Ihr müsst mich mal verbinden, sehe ich gerade. Oh, fuck. Das ist eine richtige böse Katakomben-Scheiße hier. Müsst ihr mal gucken, ob ich noch was herstellen kann. Und das machen wir gleich nach der Pause.